Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde, ich grüße euch recht herzlich. Zu Beginn möchte ich euch mitteilen, dass es heute leider keine Folge vom Let's Fly Together gibt, von dem allseits beliebten Let's Play Together, da zwei meiner Kollegen keine Zeit hatten, eine Aufnahme zu machen und mir ist leider das Material ausgegangen und ich habe es nicht zeitig genug erkannt, so dass ich es rechtzeitig ankündigen konnte. Von daher gibt es dann heute keine Folge. Ich hoffe, dass wir dann heute noch aufnehmen können, dass ihr dann morgen wieder eine Folge habt. Zum Trost wollten Dark und ich euch ein bisschen was zeigen, was es in der Pre-Release für Minecraft 1.2 denn alles Neues gibt. Leider hat das auf dem Server auch nicht so funktioniert, weil es da wohl irgendwelche Server-Bugs offensichtlich noch gibt. Auf jeden Fall wollte das nicht alles so gehen. Deswegen mache ich jetzt eine Aufnahme alleine und werde euch jetzt ein bisschen rumführen, was es so Neues gibt. Und einiges habt ihr bestimmt schon gehört, ansonsten werdet ihr halt jetzt von mir informiert. So, ich schalte mal um. So, wie ihr hier seht, gibt es hier einen ganz epischen Wald und zwar ist das ein neues Biom, das sich Dschungel nennt. Und das finde ich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also wirklich episch große Bäume und alles ganz saftig grün. Und in die Hänge mit rein, alles voller Lianen. Und das sieht also richtig klasse aus. Also Hut ab, ist denen gut gelungen, muss ich sagen. Und zudem gibt es noch ein paar Neuigkeiten, also ein paar weitere kleine Kleinigkeiten, so, die neu dazugekommen sind, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Wahrscheinlich habe ich nicht alles rausgefunden oder nicht alles erlesen oder wie auch immer. Von daher zeige ich euch jetzt ein paar kleine... Warum ich das jetzt aufsammle, weiß ich auch nicht. Ich bin halt, naja. Wie ihr seht, seht ihr hier einen riesen Mammutbaum, der aus einen dicken Stamm hat. Die gibt es nur im Dschungelbiom und die gehen wohl offensichtlich auch nur mit den aus diesen Dschungelbäumen. Das sind neue Setzlinge hier. So. Und die Lianen haben jetzt eine neue Funktion. Man kann nämlich jetzt an den Lianen hochklettern. Aber nur, wenn dort hinter, so wie hier, ein Gegenstand ist, also direkt am Baum. Es funktioniert nicht, wenn man jetzt hier im Freien versucht hochzuklettern. Wie ihr seht, da lauft ihr ganz normal durch, wie vorher auch. Aber hier habt ihr jetzt quasi eine Leiter. Schaut euch das an. Kann man hier einfach sich hoch in den Baum graben und schon hat man hier... Ja, da kann man sich halt immer sehr schön vor Zombies retten oder sonstigen Ungeviecher, was halt hier so rumschwirrt, mal eben an den nächsten Baum eine Ranke hochklettern und schon hat man's. Man kann das aber auch, das geht halt nicht nur an Bäumen, sondern man kann die Ranken ja, wie gehabt, mit einer Schere ernten und dann kann man die zum Beispiel hier am Aus anbringen und dann kann man auch hier hochklettern. Ist quasi eine Verschönerung einer Leiter. Ich habe es mal ausgetestet. Was nicht geht, man muss also am Abschluss, wenn man da drauf will, muss halt ein gerader Block sein. Es geht hier nicht an der schrägen, aber ich habe es getestet. Es geht hier, wenn ich hier hochkletter, dann, nee, kann ich auch nicht. Ah, so, jetzt. Es muss also hier eine gerade Kante sein, ansonsten kommt man nicht hoch. Das kommt ja durch die Änderung, die es bei der Links gab, bei der 1.1, dass man hier auf den Lianen und den Leitern ja nicht mehr stehen kann. Ne, also auf den Leitern hauptsächlich. Die Lianen sind ja offensichtlich jetzt genau die gleiche Funktion wie eine Leiter. Oder ähnlich zumindest. So, dann gibt es noch was Neues. Es gibt hier ein neues Fläschlein. Und das nennt sich Bottle of Enchanting. So. Ja, mein Englisch ist gleich null, also von daher mögt es mir verzeihen. Und die neuen Items, die haben auch noch keine deutsche Übersetzung, wie ich hier feststellen darf. Naja, okay, Setzling ist klar, aber halt die Bottle, die hat noch einen anderen Namen und ja, das werdet ihr dann noch sehen. So, diese Bottle, die kann man nämlich hier hinschmeißen und dann seht ihr, plum plum plum, damit kann man sich selber upleveln. Juhu! Was bei mir natürlich jetzt keinen Sinn hat, weil ich im Kreativmodus bin, aber ihr seht, es funktioniert. Es gibt dann halt diese
Items, die Punkte, die man halt kriegt, wenn man sonst Mobs tötet, und so kann man sich halt selber Level up machen. Auch ganz praktisch. Und dann gibt es noch was Neues. Und zwar ist das, ich tue die mal wieder weg, dieses feine Ding hier, das nennt sich, ich sag's euch gleich, Fire Charge nennt sich das. Das ist quasi nichts anderes als ein Feuerball, den man schießen kann. Man kann ihn leider nicht so werfen, habe ich gesehen. Ja, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Ich hätte mir mal einen rausnehmen sollen. Ich habe es versucht, den zu werfen oder so oder sonst irgendwie. Das geht nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist hier, wenn man direkt vor sich ist, dann kann man hier so mal, ups, hier wie mit dem Feuerzeug mal eben Feuer machen. Das funktioniert wohl, aber man kann es nicht schießen wie ein Feuerball. Dafür, wenn man es in einen Dispenser packt und dort dann neben einen Button hat, dann kann man einen Feuerball schießen, seht ihr? Eieiei, jetzt stecke ich den ganzen Wald hier an. Und noch einen. Ah nein, nicht den Zaun, den brauche ich noch. Will ich euch nämlich das nächste zeigen. So, du gehst raus. Ja, der Wald kann ruhig meinetwegen mal ein bisschen brennen. So, und jetzt meine Lieblingserweiterung, die dazu gekommen ist. Es gibt nämlich jetzt, ja. Es gibt nämlich, nein, ich zeige euch das erst woanders. Es gibt nämlich jetzt ein neues Tier, einen neuen Mob. Und zwar ist das der Ocelot. Oder auch Ozelot oder ich sag ganz einfach Miezekätzchen dazu. Guckt euch das Ding an. Juhu! Ist das nicht süß? Ein richtig süßes kleines Kätzchen. Leider ist das Tier sehr, sehr scheu und man soll es auch tamen können. So ähnlich wie ein Hund. Allerdings nicht mit dem Knochen, sondern mit einem rohen Fisch. Katzen mögen ja Fisch. Außer Garfield, der mag Lasagne, aber Lasagne gibt's nicht. So, das Problem ist halt, dass die Viecher sehr, sehr scheu sind und dass die alles andere vorhaben, als jetzt unbedingt so ähnlich wie ein Wolf direkt gezähmt zu werden. Von daher muss ich da jetzt mal ein bisschen tricksen, damit ihr das sehen könnt. Ich fliege mal am besten schnell. Zup. Landen. So, und zwar habe ich mir jetzt ein Gitter gebaut, damit das Viech nicht abhauen kann. Zack. Und dann droppen wir den nochmal. Und dann halten wir jetzt den Fisch. So, es nützt nichts, dem hinterher zu rennen und ihm jetzt hier mit dem Fisch da, was weiß ich was, hier in den Popo zu klatschen oder so. Sondern es sind ja, wie gesagt, scheue Tiere. Das heißt, man muss hier einfach still stehen. Hoffen, dass er guckt. Kann ein bisschen dauern. Na, jetzt guckt er mal, jetzt guckt er mal nicht. Möglichst weit weg und dann kommt er irgendwann auf einen zu, wenn er den leckeren Fisch sieht und dann doch ganz viel Hunger hat, was er jetzt hoffentlich auch bald macht. Komm jetzt schon, ich habe nicht so viel Zeit. Ansonsten muss ich das rausschneiden. Na komm, Fischi Fischi habe ich. Ja komm, trau dich. Gucke mal, lecker Fisch. Ich tu dir auch nichts. Komm mal her. Komm mal her, Fischi. Ja los, Fischi, Fischi, komm. Miezekätzchen. Komm her, lecker Fisch. Och, Menno. So. Oh, jetzt hängt er auch wieder an dem Zaun fest. Das ist doch zum Heulen. Komm. Was gefällt euch an dem Zaun da an der Stelle so gut? So. Fische. Fischi, komm. Jetzt kommt er an. Dann bleibt er sitzen. Und jetzt haben wir einen. Oh. So, und wenn es ein Hauskätzchen ist, verändert es die Farbe. Das letzte erste Mal, als es geklappt hat, hatte ich so einen Garfield, so einen getigerten. Und jetzt haben wir was Schwarz-Weißes. Och, wie süß. Ja, willst du noch einen Fisch? Und wenn ihr jetzt zwei davon habt, könnt ihr mit Fisch und nicht mit Weizen, sondern mit Fisch das Berühmte machen, ne? Ihr wisst schon. Zweites Tierchen, auch mit Fisch. Herzchen, ne? Wisst ihr Bescheid. Okay.
Also so viel dazu. Und das Kätzchen kommt dann auch wie ein Hund hinterher. Ich kann hier also hinlaufen, wo ich will. Und das verfolgt mich dann einfach. Ne? Ja, jetzt habe ich ein kleines Hauskätzchen. So, super. Was es dann noch gibt, wieder im Zusammenhang mit den Bäumen. Ihr habt ja gesehen, ihr könnt da also einmal hier einen ganz normalen Baum, ne? So, hier Bone Meal drauf, zack, habt ihr so einen einfachen Baum. Wieder auch. Utsch, und wenn ihr jetzt so einen dicken haben wollt, dann müsst ihr davon vier Setzlinge nebeneinander setzen. Und dann Bone Meal drauf und zack, habt ihr so einen riesen fetten Baum mit 4x4 und einer Spinne dabei. Die kriegt ihr dann umsonst. Ne? Die wird euch dann mitgeliefert. Und dann habt ihr so einen riesen Dschungelbaum. Also wenn man davon ein paar hat, dann ja, dann braucht man sich so schnell keine Holzsorgen mehr machen. Gut, ich glaube, das war's dann auch schon, was es so an Neuerungen gibt. Viel mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, falls ich was überhört oder sehen oder lesen haben sollte oder nicht ausprobiert haben sollte, werdet ihr mir es bestimmt noch mitteilen. Ansonsten, ja, freut euch drauf. Und was ich schon gehört habe, wo dann auch weiter dran entwickelt wird, was dann, ich glaube aber erst zur 1.3 kommen wird, das ist dann, dass dann auch die NPCs tatsächlich dann mit einem interagieren. Dann haben die dann auch mal einen Sinn. Und ich hoffe inständig, dass die dann nicht mehr so aussehen wie Thaddäus. Ne, ihr wisst schon. Aber auf das Kätzchen freue ich mich schon. Da muss ich unbedingt im Let's Play ein Kätzchen, muss ich mir besorgen, wenn es soweit ist. Ne? Ja, Kätzchen. Ja. So, okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bis dann und hoffentlich dann wieder mit Let's Play Together. Und meinen Biosphären-Mod werde ich dann auch bald weiterspielen. So viele haben ja jetzt nicht dazu geantwortet, aber der ein oder andere hat dann gesagt, ich soll es dann doch gerne weiterspielen. Das werde ich dann auch gerne tun. Spielen wir halt mit dem, was wir haben und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, bis dann. Tschüss.